Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS22, sind auf der LPG Röwitz und machen da heute was mit den großen Maschinen. Und zwar wollen wir heute ein Feld anfangen zu pflügen und dafür starten wir mal hier unsere fetten Traktoren. So, jetzt kommen mal die K700 in Einsatz. Und wir haben einen schönen Pflug mit Scheibenegge. Und wenn jetzt da ein riesiges Feld anfängt zu pflügen. So, schauen, ob der okay. Jetzt hat's, glaube ich, funktioniert. So, dann fahre ich mal vor. So, kommt der Knicklenker hinterher, jawohl. Er fährt genauso Schlangenlinien wie ich hier. So, das wäre das gute Stück hier. So, jetzt schauen wir noch mal, damit wir das da, damit der hinterher fährt und mit ein bisschen Versatz von 3 Metern würde ich vielleicht sagen, hat der Flug 3 Meter.
Also das funktioniert. Einfach ein bisschen langsam hier. Aha, jetzt sieht die ganze Sache schon ganz anders aus. Ich glaube, jetzt hat der hier wieder ein Problem. Jetzt fährt er wieder so langsam. Boah, das sieht ganz gut aus hier. Gibt einfach noch einen Haufen Arbeit. So, wenn ich drin sitzen bleibe, kann ich den mit ein paar km/h schneller fahren lassen. Oh, Mist. Ja, da kommen auf jeden Fall ordentlich Steine zum Vorschein. Alles nach oben gepflügt hier, das ganze Zeugs. Uiuiuiui. Aber sonst geht das eigentlich.
wir da ruhig noch ein bisschen weiter rüber gekonnt. Mal da schauen. Ich glaube, ich mache es falsch. Ich hätte wahrscheinlich in die andere Spur müssen. Bin genau auf die falsche Seite gefahren. Super. So, ich sollte eigentlich da fahren. Jetzt muss ich aufpassen, fährt der andere nämlich hinten im Graben. So. Genau, so wird er ein Schuh draus. So rum wäre cool. So rum ist richtig. Da nimmt nämlich der Gruber auch das eigentlich schön mit. Ich habe den hier auch völlig verkehrt. So, jetzt denn. Nein, jetzt muss ich erstmal den Flug runter machen. So. Genau, jetzt ist es richtig.
So gefällt mir das schon viel besser. Bis auf die ganzen Steine, was wir da hochflügen. Aber jetzt kann mal der K700 zeigen, was er hier kann auf dem Acker. Also es wird, und ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht. Und das alles ohne GPS. Wahnsinn. So, sind wir schon wieder auf der anderen Seite angekommen hier.
So, ich hoffe, ich bin weit genug vom Wasser weg, nicht damit der andere jetzt da reinfährt. Also ich würde sagen, das läuft. Mit den kleinen Traktoren hier. So, läuft der Russe. Tipptopp. So, da kann ich ja noch bis zum Sonnenuntergang und weiter
hier pflügen. Aber so haben wir wenigstens mal jetzt die K700 hier in Einsatz gesehen. Für schwere Sachen sind die Maschinen hier genau das Richtige. Schwere Feldarbeit. So, ich werde dann noch ein bisschen weitermachen, bis zum Sonnenuntergang oder so. Und ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.